Schönen guten Tag! So sehr hier freue ich mich auf das heutige Video. Ich hoffe, euch geht's sehr gut. Also mir geht es sehr gut. Danke der Nachfrage. POV, your friend is staying for the weekend. Und für alle, die kein Englisch können. POV, deine Freundin bleibt über das Wochenende. Bro, wenn Mädchen beieinander übernachten, sieht alles immer so schön aus. Extra Blumen geholt, aufgestellt und auch den Schlafplatz für die Freundin schön machen. So richtig gemütlich. Und Bruder, original bei Jungs sieht das immer so aus. 1:1. Wenn man der Homie ist, der bei jemandem anders pennt, oder man hat immer die abgefucktesten Schlafplätze. Immerhin hat der hier eine Decke bekommen. Wenn jemand bei mir gepennt hat, der musste sich immer damit zudecken. Was hab ich mir hier gerade angeschaut? Wenn du damit dein Date abholst, bist du der King. Also vielleicht wird sie dich korben, wegrennen, beleidigen, anschreien und dich danach anzeigen wegen Belästigung. Aber ich schwöre, du bist der King damit unter den Jungs. Das ist ja wirklich ein scheiß geiles Teil. Was das denn? Yo, und wie willst du die Haare heute haben? Mach mal Seiten auf Vogelspinne. Coole Frisur, geiles Kunstwerk, aber wenn du einmal schlafen gehst, siehst du am nächsten Morgen so damit aus. Wie lange hat der Scheiß überhaupt gedauert? Der Bre da hinten hat locker den gesamten Tag Arbeit da reingesteckt. Was ich mache, statt für die Prüfungen zu lernen. Ich habe 3 Tage nicht geschlafen, war im Bordell, habe mich von der Domina auspeitschen lassen, eine Cannabis-Plantage besucht, meine getragenen Socken verkauft, Codein getrunken und ein Auto geknackt. Das ist Real Talk. Ich habe auch wirklich alles andere gemacht, als zu lernen. Ich weiß noch, die Mädchen sind bei uns schon 5 Monate vor dem Abitur richtig durchgedreht. Oh mein Gott, wie soll ich das schaffen, alles zu lernen in 5 Monaten? Das ist viel zu viel, ich schaffe das niemals. Und ich saß Real Talk noch einen Tag vor meinem Mathe-Abitur den ganzen Tag so da. Und ja, ich habe zwar reingeschissen, aber trotzdem bestanden. Und die Mädchen haben so einen Stress gemacht das ganze Jahr über. Dieses Video ist an alle Hater da draußen. Eierkopf, Cornhead, abartiger Muskelbrot. An alle, die ständig mein Aussehen ungefragt negativ kommentieren, ich möchte euch mal jemanden vorstellen. Das ist meine Freundin. Und sie liebt genau diesen Kopf und alle anderen Macken, die ich sonst noch so habe. Denn Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters. Der Bre spricht gerade Fakten, aber die Instagram-Kommentare sind einfach nur gottlos wieder. Yo, chillt doch mal. Kleiner Disclaimer, wir lachen hier nicht über jemanden, sondern mit jemanden, okay? Alles mit Humor nehmen und beleidigt niemals auf Ernst jemanden, okay? Sowas ist nicht cool. Aber vertraut mir mal, kein Instagram-Post ist sicher vor der Kommentarfunktion. Hi, Babies! Oh, I know I'm so happy to see you or be around you. Hi! Ich gucke in die Kommentare. Gott los! Ash Hair Tutorial. Top 3 der gefährlichsten Rutschen der Welt. Ey, die Frisur ist echt gottlos, Scheiße, Bro. Mach lieber normale Haare, bitte. Was hast du getan? Ich hab da noch eine Frisuridee für dich. Mach mal diese Haare. Der Bre fliegt gerade auf Wolke 7. Junge, was geht da ab? Ja, das sieht mir so aus, als wäre das ein gelungener Abend gewesen. Ich frage mich gerade echt, was er so träumt. Egal, was er genommen hat, ich will es auch. Okay, vergesst kurz alle Lifehacks, die ihr kennt. Stellt euch vor, ihr seid draußen unterwegs, weit weg von zu Hause. Alle Geschäfte haben schon geschlossen. Ihr könnt euch nichts mehr zu essen holen. Und auf einmal bekommt ihr so einen riesen Hunger. Was macht ihr da jetzt? Ich habe die Lösung. So müsst ihr euch ab jetzt immer vorbereiten, wenn ihr rausgeht und unterwegs seid. Going on. Das ist die perfekte Lösung. Boom, Nuggets in der einen Tasche und boom, Mayonnaise in der anderen Tasche und boom.
Boom, der perfekte Snack für unterwegs. Ja, das müsst ihr dann halt nur irgendwie eurer Mutter erklären, wenn sie die Wäsche wäscht. In Nigeria ist Fußball so ein gekauftes Wettengeschäft. Ihr müsst halt wissen, jeder zweite Spieler ist irgendwie gekauft und also fast jedes Spiel ist auch gekauft. Und es ist schon im Vorhinein festgelegt, welche Mannschaft weiterkommt. Ja, nur zu schade, wenn es unentschieden steht und es ins Elfmeterschießen geht. Wie unauffällig, dass er einfach dort stehen bleibt. Die geben sich ja gar keine Mühe, um es irgendwie realistisch aussehen zu lassen. Nein, oder? Da wird ja wirklich auf alles geschissen. Immerhin hat er an die Reaktion gedacht, wenn er sich schon vorher keine Mühe gegeben hat. Heute spielen wir Bowling im Supermarkt. Junge, wer kommt auf so eine Idee? Und wisst ihr übrigens, wie dieses Video geendet ist? So hier. A normal day at Walmart. What the hell? Hey, geh doch mal runter von dem Gemüse. Give it back. Why? I'm taking your card. What? No, no, you can't take my card. This is my card. You can't take my card. What are you doing, dude? It's my card. Sowas gibt's echt nur in Amerika, ne? Die will einfach den Einkaufswagen klauen. Und dann? Also, hä? Was willst du dann machen mit dem Einkaufswagen? Ihren Einkauf bezahlen? She didn't have to cut me off. Like that. Oh my God. Was haben dir die Flaschen getan? Was? Wie kommst du auf diese Idee? Wer steht morgens ganz friedlich auf und beschließt, jupp, heute gehe ich in den Walmart und schmeiß einfach alle Flaschen auf den Boden? Und von welchem Dämon ist die jetzt besessen? Wäh, wäh, ich muss vor in der Kassenschlange. Wäh. Was ist das für eine kranke Frau, Junge? Verpiss dich mal! Ich glaube, das ist sein erster Tag heute und er hat den Spruch "Streng dich an" bisschen zu ernst genommen. Was macht er da? Steht dort irgendwo um die Ecke noch dieser Typ von Guinness World Records und stoppt da gerade die Zeit für ihn? Ja, wow, Applaus. Geile Leistung, Mann, lass dich feiern. Und wer räumt den Sch*t jetzt hier rein? Hätte ich gar keinen Bock drauf. Ja, also nach dem Video muss ich sagen, ich bin echt froh, dass es hier kein Walmart gibt. Zum Glück gehe ich nur Kaufland. Dort findet man höchstens solche Sachen. Oh ja. Was macht er da? Wo will er hochspringen? Ah, er will an die Glocke. Nicht er hat die Glocke geläutet, die Glocke hat ihn geläutet. Ja, und für jeden Like auf diesem Video bleibt dieser Hund eine Minute länger dort hängen. Danke fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Wir sehen uns morgen wieder um 14 Uhr. Peace out!